mark a steady rise in Georgia's economy. Once central to the former Soviet Union's development and manufacture of weapons, Georgia has recently resurfaced as a potential player in the world military industry, with active contracts in Russia, Turkey, Germany, and even has stated the need, especially in these times, for a reliable source of oil in the Middle East. Commerce Secretary Moore, on a visit to Azerbaijan this morning, noted the tiny nation's enormous potential for oil, calling on American investors to provide the necessary funds for tapping the reserves. In many ways, a leader from a bygone era. His beliefs are very firmly founded in Georgian orthodoxy. His political standings more in line with the early 20th century. Would you fault him then as a politician? No, no, not at all. Kumbay Nikolats is all politician. He's done wonders for the Georgian economy. A brilliant tactician. It's more a question of ethics. And ethically speaking? Well... So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell. Wir sind in Level 3 anbelangt, was auch immer. Und ich mache jetzt einfach ganz normal weiter. Echelon got a positive ID on your target from the Morgue security cameras. A guy named Vyacheslav Grinko. How do I find him? By his license plate. And if he's not with his car? Then his driver will be. Grab him and make him talk. Don't be afraid to use force. Who? Me? Aha. Grimm's daughter just pulled up the schematics on the ministry. They've got a laser security grid online in the courtyard. So I stay out of the courtyard. Don't let them trigger any alarms at all. We still don't have any official approval from the Joint Chiefs for this operation. So one slip up and it's mission over. Okay, dann würde ich mal sagen zum Synchronisieren. Jams. Jams. Bam. Oder einfach nur... Moment. Bam. Genau, okay. Dann kann es jetzt ganz normal weitergehen. Ich denke mal, ich muss an diese Latte. Wow. Ah. So nicht. Oder ich muss ganz woanders hin. Was ich aber nicht glaube. Boah. Perfekt. So, jetzt muss ich aufpassen. Wie mache ich das? Genau so. Also, soweit ich weiß, darf man nicht den Boden berühren. Ansonsten ist man sofort weg vom Fenster und... Ja, da wollte gerade irgendjemand rein. Ja. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst und wenn man nicht saved. Alter Schwede, den habe ich gar nicht gesehen. Ich muss jetzt wieder ernsthaft hier spielen. Also. Wähle ich doch mal. Mikrofon. Okay. Gut. Also hier ist niemand. Ich hole trotzdem nochmal die Pistole und mache einen Quick Save. Was will denn der? Oh, da kommt er wieder. It's some kind of foreign soldier. Nein, so möchte ich das nicht haben. I'm being attacked.
Nee, so möchte ich es auch nicht. Okay, dann gehe ich es mal anders an. Dann öffne ich jetzt die Tür. Und hoffe jetzt einfach. Kann man so gelten lassen. Jo, so geht es schon. Ist jetzt zwar nicht meine beste Aktion gewesen, aber... Was soll's, es ist auch schon spät am Abend und eigentlich habe ich gar keine Lust aufzunehmen, aber ich mach's einfach, weil mir die Videos sonst ausgehen. So. Ja. Ich bin mal wieder super, das erinnert mich so an meine ersten Aufnahmen, die ich dann doch wieder gelöscht habe. Klasse. So, jetzt mache ich dich. So geht es. Ich hoffe mal, die Kamera, die ist jetzt irgendwie so empfindlich auf meine Waffe. Perfekt. Dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal das Licht ab. So. Okay, dann haben wir schon mal einen USB-Stick und dann geht es jetzt weiter. Wow, ist das hell. Da sind sehr viele Leute. Nochmal was probieren, obwohl ich nicht glaube, dass es funktioniert. Lichtschalter hat es ja auch nicht. Ja, so geht es nicht. Ausgerechnet, jetzt kommt die Ulknudel. Na komm, geh weg. So. So, Tür schließen, wenn's geht. Oh, scheiße. So, ich will mich mal dahin machen. So. Oh, jetzt ist die Tür zu. Toll. Da wird's wieder heller. Ich hoffe, ich rede nicht zu leise. Das kann der Fall sein. Und falls es der Fall ist, dann ist es halt der Fall und nicht hier... was anderes. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich mache das